Liebe Zielgruppe, die Netzwerkanalyse gewinnt immer mehr Popularität in den Sozialwissenschaften als Analysewerkzeug zur Erforschung von Verbindungen zwischen verschiedenen Einheiten. Diese Einheiten können Akteure sein, aber beispielsweise auch Akteure und bestimmte andere Elemente, die Sie unter der Unterscheidung One-Mode-Network und Two-Mode-Network bereits kennengelernt haben. One-Mode-Network bezieht sich dabei immer auf Verbindungen zwischen Einheiten oder Knoten der gleichen Dimension, also beispielsweise auf Verbindungen zwischen Akteuren, während ein Two-Mode-Network immer die Verbindung von Knoten auf einer Dimension mit Knoten auf einer anderen Dimension, also beispielsweise Diskurselementen, beschreibt. Und genau um diese Diskursnetzwerke geht es in diesem Screencast, beziehungsweise konkret geht es darum, uns das Softwareprogramm Diskurs Network Analyzer genauer anzusehen und ein kleines Tutorial damit zu machen. Warum sind Diskursnetzwerke relevant? Sie haben ja in einem weiteren Screencast von Nils Bandelow bereits einen Überblick über theoretische Perspektiven der Netzwerkanalyse bzw. Netzwerktheorien zur Verfügung gestellt bekommen und ein exemplarisches Diskursnetzwerk, also ein Netzwerk, das bestimmte Akteure mit Diskurselementen verbindet, könnte beispielsweise wie folgt aussehen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten darstellen und untersuchen, wie sich ein Diskurs zu bestimmten Maßnahmen zur CO2-Reduzierung darstellt. Also welche Akteure beispielsweise bestimmten Maßnahmen zustimmen oder diese eher ablehnen. Dann könnten Sie sich als Diskursakteure die Bundestagsfraktionen ansehen, also beispielsweise CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP und deren Positionierung im Hinblick auf verschiedene Maßnahmen zur CO2-Reduzierung, Tempolimit auf Autobahnen, Erhöhung der Pendlerpauschale oder CO2-Steuer ansehen und diese kodieren und darstellen. Warum ist das wichtig? Nun ja, wenn Sie darüber nachdenken, dass wir ja auch bald wieder eine Bundestagswahl haben und Maßnahmen zur CO2-Reduzierung vielleicht wieder auf die Agenda kommen, könnten Sie entsprechende Prognosen darüber anstellen, wie eine Koalitionsverhandlung aus diesen Jamaika-Parteien im Hinblick auf CO2-Reduzierungsmaßnahmen Ergebnisse produzieren würde oder eben auch nicht. Hier sieht man relativ stark, dass die Positionen zu Maßnahmen zur CO2-Reduzierung bei den genannten Parteien bzw. Fraktionen sehr unterschiedlich sind und deshalb nicht zu erwarten ist, dass sie sich in diesem Politikfeld einigen. Und das kann ja schon ein Indiz dafür sein, wo es vielleicht Probleme der Übereinstimmung von Partei- und Fraktionspositionen gibt. Wenn wir uns dieses Diskursnetzwerk jetzt in einem Programm ansehen und dort analysieren wollen, dann empfehlen wir hier an dieser Stelle das Programm Diskurs Network Analyzer von Philipp Leifeld. Der hat es entwickelt und dazu auch sehr viel publiziert. An dieser Stelle empfehlen wir natürlich vor allem Beiträge, die mit dem Programm zusammenhängen, nämlich beispielsweise die Untersuchung von Diskursnetzwerken mit dem Diskurs Network Analyzer in einem der Standardwerke zu Politiknetzwerken, das zentral an der Universität Konstanz konzipiert und herausgegeben wurde. Das Programm DNA abgekürzt können Sie herunterladen unter dem angegebenen Link. Da jeweils auch immer die neueste Version und das Programm ist Java-basiert. Das bedeutet, dass Sie idealerweise vorher schon Java installiert haben sollten, da sonst das Programm nicht funktioniert entsprechend auf dem Rechner. Eine eigene forschungsbezogene Anwendung, die auch später nochmal als Beispiel herangezogen werden wird, wenn wir in das DNA-Programm gehen und dort Selbstanalysen vornehmen,
ist die von Nils Bandelow und mir herausgegebene Studie zur Agendapolitik und dem Diskurs, der diese Agendapolitik begleitet hat. Der ist in Policy and Society erschienen und zu Hintergründen, vor allem theoretischer Art, zu den entsprechenden Diskurselementen empfehlen wir an dieser Stelle diesen Beitrag. So, wenn wir jetzt in das DNA-Programm wechseln, das ich hier noch nicht aufgemacht habe, sondern ebenfalls heruntergeladen habe und dann als Java-Datei einfach öffne, dann öffnet sich dieses Fenster. Das sehen Sie auch hoffentlich, wenn Sie bei Ihnen das Programm öffnen. Teilweise müssen Sie es noch autorisieren, da es ein aus dem Internet geladenes Programm ist. Das kennen Sie ja teilweise auch sicherlich von anderen Programmen. Und dann sollte das bei Ihnen genauso aussehen wie bei mir. Wie bekommen wir jetzt Datenmaterial in dieses Programm, damit wir das Datenmaterial entsprechend analysieren können? Der erste Schritt ist, dass man überhaupt erstmal eine Datenbank erstellt. Das funktioniert, indem man auf File klickt und dann auf New DNA Database. Und da sieht man schon, dass es vier verschiedene Optionen gibt oder auch Schritte, die man gleich durchlaufen muss, um eine entsprechende Datenbank zu erstellen. Der erste Schritt ist, dass man auf Datenbank klickt und der voreingestellte Typ ist bereits eine lokale Datenbank, also eine lokal auf dem Rechner oder Laptop gespeicherte Datenbank zu erstellen. Um das zu tun, müssen wir noch einen Dateispeicherort festlegen. Das tun wir, indem wir hier auf Browse klicken, uns dann einen Ordner auswählen und einen Dateinamen überlegen. Ich nenne diesen Datensatz einfach mal DNA Example. Dann klicken wir auf Save und ganz wichtig an dieser Stelle ist noch, dass man hier dann auch auf Apply klickt, da sonst die Änderungen nicht gespeichert werden und der Datensatz auch nicht erstellt wird am Ende. Was zum Speichern und dem Programm noch zu sagen ist, etwas ganz Wichtiges ist, dass später, wenn dann auch Codierungen vorgenommen werden an Datenmaterialien, das Programm keine Funktion hat, einen Datensatz zu speichern, sondern es speichert immer den Datensatz automatisch. Das bedeutet, Sie brauchen keine Angst haben, auch wenn es am Anfang ein bisschen komisch ist, das Programm einfach zu schließen. Oder auch, wenn es mal abstürzen sollte, was eigentlich nie passiert, dass dann Ihre Arbeit verloren geht, sondern das Programm speichert automatisch unter dem hier angegebenen Speicherort immer auch die aktuellste Version der Datenbank. Wir klicken hier also auf Apply und kommen dann auch automatisch zum nächsten Schritt, wo man die Codierer angeben kann. Hier ist voreingestellt der Administrator. Das ist ja auch sinnvoll, dass es einen Administrator gibt, der alle Rechte in der Datenbank hat. Sie können hier aber auch weitere Codierer anlegen. Warum ist es wichtig oder manchmal auch sinnvoll? Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten gemeinschaftlich an einem Forschungsprojekt in einer Forschungsgruppe und möchten den Datensatz und das Datenmaterial von verschiedenen Menschen kodieren lassen, etwa weil sie sich Arbeit aufteilen wollen beispielsweise, dann macht es Sinn, hier auch einen weiteren Codierer anzulegen, um beispielsweise dann direkt sehen zu können, wer welche Statements kodiert hat. Was auch sinnvoll sein kann, ist, wenn wir zurückdenken an die Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung im Hinblick auf Intercoder Reliability, also das Gütekriterium, dass die Ergebnisse, also die kodierten Statements und die kodierten Positionen, die entsprechenden Akteuren zugeordnet werden, sich nicht ändern, wenn sie unterschiedliche Codierer haben. Auch dann kann es sinnvoll sein, noch einen weiteren Codierer anzulegen. Das funktioniert dann wie folgt. Sie klicken hier unten auf Hinzufügen und finden dann wieder ein Dialogfeld vor, in dem Sie eine Farbe für den neuen Codierer angeben können und auch einen Namen. Ich nehme mal Lisa. Und dann können Sie hier auch die entsprechenden Rechte verteilen, die dieser neue Codierer haben soll.
Ja, wie Sie sehen schon, es gibt verschiedene Rechte, die man haben kann. Aktuell ausgewählt sind alle Rechte. Also der Codierer kann Dokumente hinzufügen, ändern, kodieren, aber auch löschen. Man könnte das jetzt auch noch beschränken auf beispielsweise nur das Recht, andere Dokumente und kodierte Statements zu sehen, aber nicht zu verändern. Das ist natürlich jeweils vor dem Hintergrund der eigenen Nutzbarkeit beziehungsweise ja der eigenen Wünsche zu verändern. Wenn Sie dann fertig sind, klicken Sie auf OK und auch wenn Sie dann zufrieden sind mit dem Anlegen der verschiedenen Codierer, dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt und das ist eigentlich der wichtigste, nämlich dort ja, gibt man an, welche Art von DNA-Statement da man denn überhaupt kodieren möchte in diesem Datensatz. Das ist auch ganz wichtig, hier bereits sich schon vorher darüber Gedanken zu machen, denn es wird später nicht nochmal möglich sein, diese einzelnen Variablen zu ändern. Das geht dann nur, wenn man einen neuen Datensatz erstellt, die Dokumente da wieder neu reinlädt und dann einen Datensatz sozusagen von vorne weg noch einmal neu erstellt. Voreingestellt an dieser Stelle sind zwei Statement-Types. Der erste ist DNA-Statement, den gucken wir uns gleich noch genauer an. Und der zweite ist Annotation. Annotation bedeutet letztendlich nur eine Anmerkung, die man machen kann zu einem Dokument, wenn beispielsweise etwas besonders aufgefallen ist an dem Dokument oder das Dokument eine andere Besonderheit hat, die man berücksichtigen sollte beim Codieren. Dann bietet die Annotation eine Art der freien Codierung, in der man einfach eine lange Textdatei oder einen langen Text einfügen kann. Für die Standardisierung oder weitgehende Standardisierung der Analyse ist dann aber das DNA-Statement wichtiger. Man sieht hier schon, dass es vier Variablen enthält, voreingestellt. Und wenn wir darauf klicken und dann hier auf Edit klicken, dann sehen wir auch, welche das sind. Sie sehen hier die Variablen Person, Organisation, Konzept und Zustimmung, die Sie jeweils in den einzelnen Dokumenten, die wir dann gleich als Textmaterial in das Programm laden werden, kodieren können. Die sind relativ selbsterklärend. Bei Personen weiß man ziemlich genau, was gemeint sein soll. Also eben ein Akteur, ein individueller Akteur, der ein bestimmtes Konzept ja, befürwortet oder ablehnt. Wir erinnern uns nochmal an das Beispiel mit den Maßnahmen zur CO2-Reduzierung. Hier könnte man jetzt Tempolimit, Pendlerpauschale und CO2-Steuer als Konzepte sozusagen definieren und kodieren und dann in den Datenmaterialien danach suchen, welche Personen denn diesen einzelnen Maßnahmen zustimmen oder sie ablehnen. Zusätzlich zu den Personen kann man dann auch noch die Organisation kodieren. Das sind beispielsweise Parteien, aber es können auch Stiftungen sein oder Unternehmen oder andere Institutionen im politischen System, die von einer Person repräsentiert werden. Die können dann hierzu zusätzlich jeweils kodiert werden. An dieser Stelle können Sie natürlich auch Variablen löschen oder hinzufügen. Also beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie möchten auch das Studienfach erheben von Personen, weil Sie beispielsweise vermuten, dass es einen Unterschied macht für die Zustimmung zu Maßnahmen von CO2-Reduzierung, ob man Jura studiert hat, Umweltwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Medizin oder Politikwissenschaft. Und dann können Sie hier unten einfach eingeben Study beispielsweise und diese Variable dann noch hinzufügen. Die erscheint dann auch hier unter den Variablen. Sie sehen hier auch rechts jeweils die Datentypen, die diese einzelnen Variablen haben. Das ist meistens Short Text, außer bei Agreement. Da ist es ein Boolscher Datentyp, den Sie auch schon von QCA-Screencasts kennen. Bedeutet letztendlich nur, dass es eine dichotome Codierung ist, ob man einem Konzept zustimmt oder eben nicht. Hier noch als Ergänzung zur Erklärung, was Integer bedeutet. Integer drückt nur aus, dass es eine diskrete Variable, also eine Variable mit diskreten Ausprägungen ist.
Das ist beispielsweise Haarfarbe oder auch kann auch beispielsweise Bundestagsfraktion sein, wenn man eben vorher schon einzelne Werte für diese einzelnen Antworten, Parteien, Fraktionen definiert. Wenn Sie dann hiermit fertig sind, klicken Sie auf OK wieder und kommen dann schon zum letzten Schritt bei der Erstellung des Datensatzes, nämlich dem Summary. Hier ist nochmal zusammengefasst die Nutzer, also der Datenspeicherort und dann die Nutzer, also die Codierer des Datensatzes sowie die Statement Types, die im Datensatz voreingestellt sind. Wenn Sie damit zufrieden sind, klicken Sie auf Create Database und Sie sehen, erstmal hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert an dem Programm. Es gibt hier oben jetzt unter dem Coder-Fenster einen weiteren, also die Codierer sind hier angezeigt. Das ist einmal der Administrator und Lisa neu angelegt. Und hier können Sie dann auch zwischen den Codierern wechseln, sie wieder bearbeiten oder auch welche hinzufügen oder entfernen. Wenn wir uns die anderen Fenster hier nochmal ansehen, sehen wir hier ein Fenster zu Document Properties, also Dokumenteneigenschaften. Das bezieht sich dann, wenn hier Dokumente im Datensatz, sind, auf die Dokumente, die hier angezeigt werden. Auf Document Statistics können wir hier gucken, die sich auf den gesamten Datensatz beziehen. Also hier werden dann auch nochmal die Anzahl der Dokumente im Datensatz beispielsweise angezeigt oder wie viele Statements insgesamt schon kodiert wurden. Die Statements selbst sind dann hier oben rechts auch nochmal in einem Fenster aufgelistet und man kann dann auch innerhalb des Textmaterials suchen oder auch bestimmte Dinge hervorheben. So, wie bekommen wir jetzt Textmaterial in diesen Datensatz? Auch hier ist es wieder sehr intuitiv und selbsterklärend. Wir gehen auf Document und haben hier verschiedene Möglichkeiten, Textmaterial hinzuzufügen. Wir können Textdateien importieren. Das funktioniert nur mit bestimmten Dateitypen tatsächlich. Deshalb machen wir es hier erstmal noch ganz händisch manuell, indem wir ein neues Dokument selbst hinzufügen, einfach um auch zu verstehen, welche Eigenschaften, welche Metadaten hier dann noch erhoben werden und wie das Programm generell mit Dokumententypen umgeht. So. Wie machen wir jetzt weiter? Stellen Sie sich vor, Sie möchten einen Diskurs analysieren, der in verschiedenen Tageszeitungen stattgefunden hat. Das ist jetzt auch wieder das Beispiel von unserem eigenen Text, unserem eigenen Beitrag zur Agenda-Politik. Dort haben wir vergleichend die Diskurse in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung analysiert. Und auch da sind wir so vorgegangen. Wir haben eine Zeitungsartikelrecherche gemacht, haben uns dann die entsprechenden Zeitungsartikel heruntergeladen und gespeichert und die dann hier wieder hochgeladen und analysiert. Und das funktioniert händisch, indem wir in dem entsprechenden Dokument, was wir dann öffnen, hier in dem Fall Frankfurter Allgemeine Archiv sieht man schon, ein Artikel zu Deutschlands Beschäftigungspolitik rutscht in die zweite Liga ab. Man sieht schon auf den ersten Blick, es geht um ein Ranking der Bertelsmann Stiftung hier und um diesen Text jetzt in das DNA-Programm zu laden, kopieren wir ihn einmal, gehen dann zurück ins DNA-Programm und fügen es dann hier in das Hauptfenster ein. Und genau, man sieht hier direkt, der Text wurde übernommen. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir können jetzt hier dann noch die Metadaten ergänzen und einen Dokumententitel. Das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn wir hinterher eine Liste mit allen Dokumenten in dem Datensatz uns ansehen, dann kann es sinnvoll sein, dass wir das beispielsweise chronologisch sortiert haben. So haben wir es zumindest auch mit unserem Datensatz gemacht. Also Sie
sehen hier schon am Dokumententitel das Kürze für Deutschland. Das liegt daran, dass wir in unserem Beitrag einen Vergleich mit Frankreich gemacht haben. Deshalb hier das Kürze für Deutschland zur Identifikation. Der Tag, an dem der Artikel, den wir dort analysieren, veröffentlicht wurde, und die Quelle, in diesem Fall die FAZ. Wir haben dann hier das Datum auch immer angepasst. Das ist jetzt hier das aktuelle Datum von heute, aber wir haben das hier auch noch einmal angepasst, auch um eine chronologische Sortierung am Ende zu ermöglichen. Den Autor des Textes, also dieses Zeitungsartikels, findet man hier oben. Das ist an dieser Stelle leider nur ein Kürzel, aber CLB steht bei der FAZ. Das haben wir vorher zumindest mal nachgesehen für Claudia Bröll, wenn ich mich nicht irre. Die Quelle wäre entsprechend dann FAZ. Und dann gibt es noch zwei Angaben, einmal zu Section, einmal zu Type. Section wäre in der entsprechenden Tageszeitung beispielsweise, ob es im Wirtschaftsteil, im Politikteil oder im Lokalteil beispielsweise erschienen ist. Und der Artikeltyp kann dann ein Interview sein oder ein journalistischer Beitrag oder vielleicht auch ein Kommentar. All diese Angaben helfen dann hinterher auch bei der Analyse, weil sie eben zusätzliche Informationen zum Datenmaterial bereitstellen. So, wenn Sie diese Angaben dann gemacht haben, diese lasse ich jetzt hier mal frei, dann klicken Sie wieder auf Hinzufügen. Auch das ist wieder ganz wichtig, da sonst diese Änderungen verloren gehen. Und dann sehen Sie hier auch schon direkt, es hat sich ein Dokument dazugesellt in unseren Datensatz. Wenn wir jetzt hier weitere Dokumente hinzufügen, wird es eine sehr lange Liste. Wir sehen links auch, wie versprochen, die Dokumenteneigenschaften dieses Dokuments, also faktisch die Metadaten, die wir gerade eingegeben haben, nämlich Autor, Quelle, Section und Type, falls wir es eingegeben hätten, und auch Notizen. Wenn wir noch Notizen zu dem Dokument einfügen hätten wollen, hätten wir das dort auch machen können. Und das könnten wir jetzt, wenn wir hier mehrere Daten schon drin hätten, auch so weiterführen oder uns weiter angucken für die anderen Dokumente im Datensatz. Was wir außerdem sehen, wenn wir die Document Statistics refreshen, dass hier jetzt steht, dass wir ein Dokument im Datensatz haben, null Statements bisher kodiert haben und dann auch nochmal aufgeschlüsselt, wie viel Statement-Variablen und Annotation-Variablen wir letztendlich hier kodiert haben, bisher leider noch null. Statements noch null. Es ist jetzt sozusagen der erste Schritt zur Erstellung eines Gesamtdatensatzes. Und um Ihnen zu zeigen, wie das dann am Ende aussieht, öffne ich mal den Datensatz, den wir letztendlich dann zur Analyse für unseren eigenen Beitrag verwendet haben. Das hat den Vorteil, dass Sie auch direkt sehen, wie man einen Datensatz hier schließt und öffnet. Also ich hatte es bereits schon gesagt. Wenn Sie diesen Datensatz jetzt schließen, können Sie das ohne Probleme machen. Sie finden hier keine Speicheroption, brauchen Sie auch nicht, denn wenn Sie jetzt diese Datenbank schließen, ist sie automatisch unter dem von Ihnen angegebenen Speicherort abgelegt. So, wir schließen also den Datensatz und öffnen dann nochmal den Datensatz, den ich bereits hier auch schon abgelegt habe, nämlich den zu Discourse Network Germany. Und wenn Sie den ansehen, dann sehen Sie schon, dass es hier sehr, sehr viele Beiträge gibt, die wir hier angelegt haben oder eingefügt haben, nämlich insgesamt 123 Dokumente und 366 Statements, die wir kodiert haben. Die Statements sieht man dann hier nochmal. Und hier sehen Sie übrigens auch Nils als zweiten Kodierer, mit dem gemeinsam ich diesen Aufsatz geschrieben habe. Und hier rechts bei den Statements können Sie jetzt auch, das ist sinnvoll, manchmal einfach auf ein Statement klicken und werden dann direkt zu dem entsprechenden Statement und dem Dokument weitergeleitet, das hier
Ja, in dem das Statement vorkommt. So, wenn Sie jetzt hier nochmal in diese Liste von Dokumenten gucken, dann können Sie diese auch noch sortieren, beispielsweise nach Statement-Nummer. Wir nehmen mal ein Dokument, was relativ viele Statements hat, nämlich 11. Denn das ist auch das, was wir gerade eingefügt haben als erstes Dokument für unseren Datensatz, die berühmte Bertelsmann-Studie. Und jetzt, genau, zeigen wir Ihnen, wie man in so einem Datensatz oder in so einem Dokument schließlich Statements kodieren kann und somit auch Diskurse kodieren kann, Diskurselemente Akteuren zuordnen kann, um dann hinterher auch ein Diskursnetzwerk daraus sich zu erstellen. Und Sie sehen schon, dass hier Sachen gelb markiert sind. Das ist immer der Indikator dafür, dass da ein Statement kodiert wurde. Wir sehen hier als eines der ersten Sätze im Artikel ein Zitat von Ulrich von Suntum. Das heißt, Ulrich von Suntum wird in diesem Beitrag paraphrasiert sehr viel. Und das sieht man beispielsweise hier unten, wenn wir uns das Statement angucken. Also Ulrich von Suntum von der Bertelsmann Stiftung sagt als Lösung, dass eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen würde. So. Das ist das Statement, was man hier dann kodiert hat. Wie haben wir das Statement kodiert? Das funktioniert auch ganz einfach. Sie markieren einfach eine entsprechende Passage in dem Dokument. Klicken dann mit einem Rechtsklick auf diese markierte Passage und sehen dann hier schon die beiden möglichen Statement-Types, die Sie ja voreingestellt haben und können diese dann als DNA-Statement kodieren. Hier sehen Sie dann alle Variablen, die wir vorher eingestellt haben. Das Study ist jetzt tatsächlich nicht dabei, weil das haben wir eben zwar angegeben, aber es ist ja jetzt ein anderer Datensatz, aber Sie haben hier auch Personen. Da können Sie dann Ulrich von Suntum eingeben. Hier an dieser Stelle nochmal ganz wichtig der Hinweis, wenn Sie hier Namen eingeben, dann sollten Sie darauf achten, dass die bereits sehr korrekt geschrieben sind und auch, also keine Rechtschreibfehler zu machen und sich vorher zu überlegen, wie Sie die Personen, Organisationen und Konzepte wirklich benennen wollen. Da Sie das hinterher zwar immer wieder neu eingeben können hier, aber irgendwann Ihre Dropdown-Liste, die Sie hier sehen, schon bei uns, ewig lang wird. Und wenn Sie sich einmal vertippen, dann haben Sie diesen Vertipper ewig in Ihrer Dropdown-Liste als mögliche Auswahlmöglichkeit. Und das macht es ein bisschen unkomfortabler, einfach das Codieren. So. Wir können hier entsprechend dann die einzelnen Angaben kodieren. Wir sind auch wieder bei also bei Ulrich von Suntum. Dann sind wir bei Solution Supply Side Economics in diesem Fall. Und das Agreement sehen Sie hier auch, können Sie anklicken oder eben nicht. Und hier hatten wir noch ein mögliches Gremium als weitere Variable eingefügt, dass man theoretisch hätte dann kodieren können, also beispielsweise, ob der Mensch mal Mitglied einer Enquete-Kommission war, die sich mit dem Thema befasst hat, oder der konzertierten Aktion oder so etwas in der Art. So, wenn wir das dann kodiert haben, dann klicken wir einfach irgendwo in den Text und das Statement verschwindet und es wird jetzt eben angezeigt als Statement 300. 67, und wenn wir da dann draufklicken, sind wir auch wieder hier. Wir können das dann auch wieder löschen, wenn uns das nicht gefällt, und wir es doch noch irgendwie anders sehen oder auch einfach das Statement doch nicht mehr so sehen, wie wir es mal kodiert haben. Dann klicken wir hier einfach auf Löschen und können es dann auch wieder aus dem Statement-Datensatz löschen.
Nochmal zusammenfassend, Statements kodieren oder beziehungsweise bei DNA das Vorgehen, erst Datensatz erstellen, dann Dokumente hier einfügen in den Datensatz und dann die Dokumente einzeln durchgehen, Passagen markieren und mit entsprechendem Rechtsklick, dann kann man die DNA-Statements, also die Verbindung von Akteuren und Konzepten, hier einfach als Statement kodieren und auch löschen. So viel dazu, zu der Bedienung von DNA und auch den Grundlagen von DNA. Es wird noch einen nächsten Screencast geben, wahrscheinlich dazu, wie man dann ein DNA-Datensatz in Visone exportiert, um dort dann die Möglichkeit zu haben, ein DNA, also ein Diskursnetzwerk, auch zu visualisieren. Bis hierhin danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.